Herzlich willkommen allerseits. Ich freue mich außerordentlich, Sie zu einer neuen Folge von Law of the Lamp begrüßen zu dürfen. Wir wollen uns, wir heißt Herr Darius Ruff und Frau Matthias Schmidt, die wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftsrecht und dem Lehrstuhl Internationales Wirtschaftsrecht sind und ich, beschäftigen mit dem Comstroy-Urteil des EuGH, eine spannende Rechtsentwicklung, die scheinbar nie in den Streitigkeiten, die sie hervorruft, ein Ende hat, ob der EuGH mit seiner Entscheidung, die vor kurzem ergangen ist, in der Comstroy-Sache jetzt tatsächlich schon den finalen Punkt gesetzt hat oder doch noch viele Fragen offen bleiben. Das wollen wir diskutieren mit Ihnen. Wie gesagt, es ist ein sehr, wie wir im Laufe des Vortrages noch diskutieren werden, sehr aktuelles Thema, dass eine große Anzahl von Juristinnen und Juristen in der staatlichen Gerichtsbarkeit, in der Schiedsgerichtsbarkeit, in der Wissenschaft, in der Praxis insgesamt beschäftigt. Viel Spaß und unmittelbar beginnen wir mit zunächst einmal einer kurzen Einführung, kurze Übersicht, was wollen wir mit Ihnen diskutieren. Wir werden uns hinarbeiten zu der Comstroy-Entscheidung. Das heißt, zunächst einmal ein kurzer Blick auf den Investitionsschutz und das internationale und europäische Investitionsschutzrecht ganz allgemein. Dann das sogenannte Achmea-Urteil aus dem Jahre 2018, das Grundlage der ganzen Diskussion auf den EuGH hier bezogen ist. Dann das Comstroy-Urteil vorstellen und schließlich Konsequenzen, offene Fragen diskutieren. Einleitend kurz der historische Rückblick. Wir haben mit dem Vertrag von Lissabon 2009 erstmals eine Kompetenz der Europäischen Union im Bereich ausländischer Direktinvestitionen bekommen. Die ist verankert worden in Artikel 207. Das ist die Vorschrift, die in der Neunummerierung nach Lissabon die Kompetenzvorschrift für die sogenannte gemeinsame Handelspolitik der Europäischen Union ist. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Die Europäische Union, ihre Mitgliedstaaten besser gesagt, hat sehr intensiv in den letzten 40 Jahren, sagen wir mal, sogenannte bilaterale Investitionsschutzverträge geschlossen. Mit Staaten weltweit bilaterale Investitionsschutzverträge, also völkerrechtliche Verträge, in denen sich die Vertragsstaaten gegenseitig garantieren, ihren jeweiligen Investoren bzw. den Investoren des jeweils anderen Staates einen gewissen Rechtsschutz zu gewähren, Nichtdiskriminierung, faire und gerechte Behandlung, Entschädigung bei Enteignung, einiges mehr. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich intensiv an sozusagen dem Geschäft des Abschlusses bilateraler Investitionsschutzverträge beteiligt, allen voran die Bundesrepublik Deutschland mit über 130 solcher Verträge, aber viele andere EU-Mitgliedstaaten auch, insgesamt über 1300 Investitionsschutzverträge, die die Mitgliedstaaten geschlossen haben. Und dann kam Lissabon und hat die Kompetenz diesbezüglich an die EU übertragen, und zwar als sogenannte ausschließliche Kompetenz. Das heißt, die Mitgliedstaaten hatten keine Kompetenz mehr, mit diesem völkerrechtlichen Instrument zu operieren, um Investitionen zu schließen. Darauf musste reagiert werden. Die Kommission hat mit den hier genannten Meilensteinen darauf reagiert, insbesondere durch Übergangsregelungen für die alten Investitionsschutzverträge der Mitgliedstaaten. Diese Übergangsregeln sehen, das sei nur als Fußnote genannt, aber auch vor, dass die Kommission die Mitgliedstaaten ermächtigen kann, weiterhin Investitionsschutzabkommen abzuschließen. Davon ist auch übrigens Regel Gebrauch gemacht worden. Das will ich hier nicht vertiefen. Wichtig ist, dass die EU zugleich, gleichsam parallel zu den Entwicklungen angefangen hat, ihrerseits selbst aus der neuen Kompetenz heraus, die sie hat, Freihandelsabkommen zu schließen, die jetzt auch Kapitel zum Investitionsschutz enthielten, beispielsweise das Freihandelsabkommen mit Kanada, CETA, oder das Freihandelsabkommen mit Singapur und andere mehr. Das heißt, wir haben jetzt eigenes EU Völkerrecht, Investitionsschutzrecht im Rahmen von Freihandelsabkommen. Das ist eine weiterhin sehr im Fluss befindliche Entwicklung. Allerdings
Und deswegen will ich das hier auch abkürzen. Muss man sich immer vor Augen halten, auf unser Thema heute bezogen, dass die gemeinsame Handelspolitik den Handel mit dritten Staaten umfasst. Das heißt, das, was sich innerhalb der Union im Binnenmarkt bewegt, hat nichts mit 207a EUV zu tun. Eine Kompetenz im Investitionsschutzbereich der EU nach 207 hat also keine Auswirkungen auf die Frage, was haben wir denn im Binnenmarkt an Investitionsschutz, also an Recht zwischen den Mitgliedstaaten auf völkerrechtlichen Investitionsschutz bezogen. Und hier ist zu wissen, dass das zwischen einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union es um die 190 sogenannte Intra-EU-Bits gibt. Das sind insbesondere völkerrechtliche Verträge, die in den 1990er Jahren abgeschlossen wurden, mit insbesondere den osteuropäischen Staaten, die damals noch nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Union waren, die aber schon herangeführt wurden nach den politischen Ereignissen, nach dem Systemumbruch des 1989-90 an die Europäische Union bzw. ihre Mitgliedstaaten. Zum Beispiel hat die Bundesrepublik Deutschland sehr rege mit Polen, an der Tschechischen Republik und vielen anderen dieser Staaten solche Verträge abgeschlossen. Auch wenn das nichts mit 207a EUV zu tun hat, kam aber dessen ungeachtet, sozusagen faktisch, nicht rechtlich, sehr schnell die Frage auf, was ist mit diesen Intra-EU-Bits denn jetzt in sozusagen einer neuen Nach-Lissabon-Zeit? Und das ist eine Frage, die uns unmittelbar zum Achmea-Urteil des EuGH führt. Frau Schmidt, bitte. Ja, vielen Dank. Zunächst von meiner Seite auch herzlich willkommen. Ich möchte ganz kurz zu Beginn den Verfahrensverlauf darstellen, damit wir nachvollziehen können, wie überhaupt der EuGH dazu gekommen ist, in dieser Sache zu entscheiden. Und werde danach noch ganz kurz auf die Rezeption auch innerhalb der Schiedsgerichtsbarkeit eingehen. Also der EuGH-Entscheidung liegt zunächst ein Schiedsgerichtsverfahren zugrunde zwischen Achmea und der Slowakischen Republik. Es handelt sich dabei um ein Unzitralverfahren mit dem Schiedsort Frankfurt am Main, womit deutsches Recht als Lex Fori auch Anwendung findet. Und das ist an der Stelle vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, dass es hier ein Unzitralverfahren ist, da wir später nochmal auf Exit-Verfahren auch eingehen und dann werden wir auch den Unterschied sehen, der da gemacht wird. Achmea war oder ist ein niederländisches Krankenversicherungsunternehmen, die ab 2006 in der Slowakischen Republik in einem recht liberalen Krankenversicherungsmarkt investieren konnten. Auch das war geschützt von einem Intra-EU-Bit, was Herr Tietje gerade schon angesprochen hat, nämlich zwischen der Niederlande und der Slowakischen Republik. Ab 2009 durch einen Regierungswechsel, wie das häufig der Fall ist in solchen Verfahren, wurde der Markt dann entliberalisiert. Achmea als Investor in der Slowakischen Republik hat sich dadurch in den Rechten, die dieses Slowakei-Niederlande-Bit ihnen gewährt, verletzt gefühlt und deswegen nach Artikel 8, das ist die Schiedsklausel in dem zugrunde liegenden Vertrag, ein Schiedsverfahren eben eingeleitet. In diesem Schiedsverfahren bereits hat die Slowakische Republik argumentiert, dass die Schiedsklausel gegen Unionsrecht verstößt. Das war auch vor Achmea schon innerhalb von Intra-EU-Bits eine recht beliebte Argumentation auf Seiten des beklagten Staates, aber auch da schon nicht besonders fruchtbar, auch in dem Fall nicht. Das Schiedsgericht wies die Argumentation nämlich zurück und hat dann einen Schiedsspruch zulasten des beklagten Staates erlassen. Die Slowakische Republik hat dann versucht, vor dem OLG Frankfurt den Schiedsspruch aufheben zu lassen, gemäß § 1059 Absatz 2 der deutschen ZPO. Danach können nämlich Schiedssprüche dann nicht durchgesetzt bzw. aufgehoben werden, wenn die Anerkennung oder Vollstreckung des Schiedsspruchs der öffentlichen Ordnung widerspricht. Das hat vor dem OLG Frankfurt nicht funktioniert. In zweiter Instanz wurde dann der BGH angerufen und der BGH hat dann das Verfahren ausgesetzt und gemäß Artikel 267a EUV folgende Vorlagefragen an den EuGH gestellt, nämlich ob die Anwendung einer solchen Schiedsklausel
den Artikeln 344 AJUV, 267 und 18.1 widerspricht. Der EuGH hat dann am 6. März 2018 in einer recht knappen Entscheidung, die ist ungefähr 8 Seiten lang, also nicht besonders umfangreich, entschieden, dass eine solche Schiedsklausel im Ergebnis der Autonomie des Unionsrechts widerspricht. Und hat in der Entscheidung dann zunächst mit allgemeinen Überlegungen angefangen. Zunächst hinsichtlich Artikel 344 AJUV. Danach sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung der Verträge nicht anders als hierin vorgesehen, also im Rahmen des AJUV vorgesehen, auszutragen. Und diesbezüglich hat dann der EuGH festgestellt, dass damit die Zuständigkeitsordnung des Unionsrechts klar geregelt ist und die Autonomie des Rechtssystems festgelegt wurde und der EuGH selbst zur Wahrung dieser Autonomie, also nach Artikel 344, zuständig ist. In einem zweiten Schritt bezüglich Artikel 267 wurde dann festgestellt, dass auch dies als Schlüsselelement für eine einheitliche und kohärente Auslegung des Unionsrechts gelten solle und auch Artikel 267 als Sicherstellung, also die Autonomie des Unionsrechts sicherstellt. In Bezug auf dieses Intra-EU-Bit wurde dann gesagt, dadurch, dass Artikel 8, also die Schiedsklausel, auch nationales Recht der beiden Vertragsparteien, also nationales Recht von der Niederlande und nationales Recht der Slowakei, Teil des anwendbaren Rechts darstellt, stellt das Einfallstor für die Berücksichtigung des Unionsrechts dar, weil Unionsrecht auch Teil des nationalen Rechts der beiden Staaten ist. Weiterhin wurde festgestellt, dass internationale Schiedsgerichte gerade kein Gericht eines Mitgliedstaates darstellen und deswegen auch von Artikel 267 AJUV nicht Gebrauch machen können und nämlich gerade keine Auslegungsfragen danach an den EuGH stellen können. Und durch dieses Einfallstor ins Unionsrecht, also die Möglichkeit, dass ein Schiedsgericht Unionsrecht auslegen oder anwenden könnte, stellte dann der EuGH fest, dass das schon ausreicht, um die Autonomie des Unionsrechts zu beeinträchtigen und kam deswegen zu dem Ergebnis, dass sowohl Artikel 267 und Artikel 344 AJUV einer solchen Bestimmung wie in Artikel 8, also einer Intra-EU-Schiedsklausel, entgegenstehen. Genau. In der Folge dieser Entscheidung kam es dann im Mai dazu, dass 23 der Mitgliedstaaten ein sogenanntes Termination Agreement abgeschlossen haben, in dem festgelegt wurde, dass alle zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden Intra-EU-Bits, das waren ca. 130, für beendet erklärt werden sollen, inklusive deren Sunset-Klauseln. Die sehen vor, dass auch nach Beendigung die vertraglichen Rechte noch für einen gewissen Zeitraum, meistens 5 bis 20 Jahre, weiter gelten sollten. Österreich, Finnland, Schweden und Irland haben diesen Vertrag nicht unterzeichnet. Irland deswegen, weil es keine Intra-EU-Bits hat. Österreich und Schweden haben sich darauf geeinigt, dass sie die Intra-EU-Bits bilateral kündigen wollen. Und gegen Finnland läuft aus dem Grund gerade ein Vertragsverletzungsverfahren. Weiterhin wurde im Termination Agreement, das dann am 29.08.2020 in Kraft getreten ist, festgelegt, dass es keine Auswirkungen geben soll auf bereits abgeschlossene Schiedsverfahren. Und bereits laufende Schiedsverfahren sollen in einer Art strukturiertem Dialog geklärt werden. Das ist so ein bisschen schwammig formuliert. Ähnlich sieht es auch aus, wenn Schiedssprüche in Drittstaaten umgesetzt werden sollen. Auch da sollen die Mitgliedstaaten darauf hinwirken, dass das nicht passiert, indem sie in die Gerichte des Drittstaaten darum bitten, die Schiedssprüche nicht umzusetzen. Wichtig an der Stelle ist noch zu erwähnen, dass Verfahren auf Grundlage des Artikel 26 des Energiechartavertrages explizit ausgenommen wurden. Das ist an der Stelle wichtig, weil mein Kollege Herr Ruft dann darauf später noch einmal eingeht.
Zuletzt kurz zur Rezeption im Rahmen der Schiedsgerichtsbarkeit. Wir sehen hier Schiedsverfahren zwischen den Jahren 2015 und 2020. Diese hellen Markierungen stellen jeweils den Anteil der Intra-EU-Verfahren dar. Und wir sehen auch, nach der Achmea-Entscheidung hat sich nicht besonders viel verändert. Es wurden weiterhin Intra-EU-Verfahren ausgetragen. 50% davon sind etwa Verfahren auf Grundlage des ECT und 50% circa Verfahren auf Grundlage von einem Intra-EU-Bit. Die Verfahren auch in der Folge von Achmea, die vor Schiedsgerichte gekommen sind, greifen Achmea immer wieder auf. Insbesondere die beklagten Staaten greifen die Argumentation wieder auf. Aber den ganzen Entscheidungen ist gemein, dass die Schiedsgerichte am Ende diese Argumentation immer ablegen und sagen, dass sie sich insbesondere nicht an die Entscheidung des EuGH gefühlt sehen. Ein weiteres Argument, was immer wieder angebracht wird, ist die Reichweite der Entscheidung. Da wird argumentiert, dass sich die Entscheidung nur auf solche Schiedsklauseln bezieht, die explizit auch nationales Recht der Vertragsparteien einschließt. Das Argument überzeugt jedoch nicht komplett, da auch insbesondere im Termination Agreement gerade ja festgelegt wurde, dass die Achmea-Entscheidung wirklich hinsichtlich aller Intra-EU-Bits Anwendung finden soll. Weiterhin ist das zeitliche Argument immer ein Argument, was angeführt wird, nämlich das Consent, also der Investor und der beklagte Staat einigen sich darauf, dass der Streit im Rahmen eines Investor-Staats-Schiedsverfahrens ausgetragen wird, schon besteht. Und sobald Consent besteht, kann daran auch nicht mehr gerüttelt werden. Und insofern Consent vor der Achmea-Entscheidung besteht, findet deswegen die Entscheidung des EuGH Bindungswirkung hin oder her gar keine Anwendung. Und ein letztes Argument findet im Rahmen der Wiener Vertragsrechtskonvention statt. Artikel 30.3 regelt die Anwendung von aufeinanderfolgenden Verträgen und Artikel 59 der Wiener Vertragsrechtskonvention die Beendigung und Suspendierung. Bei beiden ist jedoch ein Tatbestandsmerkmal, dass es sich um denselben Vertragsgegenstand handeln muss. Und hier wird argumentiert, dass die Intra-EU-Bits und die EU-Verträge, insbesondere AUV und EUV, denselben Vertragsgegenstand hätten. Wir sehen jetzt hier, dass sich Investoren schon zum Teil auch im Rahmen des Unionsrechts auf gewisse Standards berufen können, insbesondere im Rahmen der Grundfreiheiten, die Waren- und Kapitalverkehrsfreiheit. Hierzu gibt es jedoch keinen unmittelbaren Eigentumsschutz. Den gäbe es nach der EMRK durch Artikel 1 des Zusatzprotokolls. Allerdings ist dort erforderlich, dass der nationale Rechtsweg erschöpft werden muss, sodass man im Ergebnis sagen kann, dass sich Investoren teilweise auf Rechte berufen können, diese aber bei weitem nicht so umfassend sind, wie das in einem bilateralen Investitionsschutzvertrag der Fall ist. Und deswegen wird das auch an der Stelle in der Regel abgelehnt. Im Ergebnis kann man deswegen festhalten, dass weiterhin der Konflikt besteht zwischen Unionsrecht auf der einen Seite und internationalem Recht auf der anderen Seite. Genau, und mein Kollege Herr Ruff wird jetzt da wieder ansetzen. Danke. Ja, auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Und ich gebe Ihnen nun einen kurzen Überblick über die Comstroy-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 2. September diesen Jahres. Das ist die erste Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Vereinbarkeit der Schiedsklausel aus Artikel 26 des Energiecharta-Vertrages und ob dieser mit dem Unionsrecht vereinbar ist. Diese Entscheidung knüpft inhaltlich unmittelbar an die Achmea-Entscheidung an und wir werden auch an einigen Stellen die Ähnlichkeit und die Verwandtheit sozusagen sehen. Vielleicht ein paar einleitende Worte zum Energiecharta-Vertrag. Es handelt sich dabei um einen multilateralen Vertrag, der 1994 unterzeichnet wurde und 1998 in Kraft getreten ist. Ziel dieses Vertrags war nach Ende des Kalten Krieges
die Energiemärkte der Nachfolgestaaten der Sowjetunion mit den europäischen und globalen Energiemärkten ja, zu integrieren. Und der Vertrag regelt verschiedene Bereiche, aber insbesondere, und das ist hier relevant, den Schutz von ausländischen Investments. Und dafür sieht eben Artikel 26 ECT auch eine Streitbeilegung zwischen Investoren und Staaten vor, die unter anderem im ICSID und UNCITRAL Rahmen geführt werden können. Aktuell hat der ECT 56 Mitgliedstaaten, einschließlich der EU. Und bis heute gibt es rund 145 registrierte Schiedsfälle unter dem Energiecharta-Vertrag. Das sind rund doppelt so viele wie unter dem NAFTA-Abkommen. Im Folgenden würde ich gerne eingehen, erstmal auf den zugrunde liegenden Sachverhalt der Comstroy-Entscheidung, warum der EuGH dort zuständig war, dann noch den Inhalt der Entscheidung, was hat der EuGH tatsächlich gesagt, und schließlich als Viertes noch kurz die Argumentation des Europäischen Gerichtshofs nachzeichnen. Ausgangspunkt der Entscheidung war ein UNCITRAL-Schiedsverfahren zwischen dem ukrainischen Unternehmen Comstroy bzw. davor Energoallianz und der Republik Moldau, eben auf Grundlage des Energiecharta-Vertrags. Es handelte sich also um einen Rechtsstreit zwischen einem Drittstaat, der Republik Moldau, und einem Investor aus einem Drittstaat, der Ukraine, also kein direkter EU-Bezug. Gegenstand des Verfahrens waren nicht beglichene Schulden in Höhe von rund 14 Millionen Euro, die ein öffentlich moldawisches Stromversorgungsunternehmen gegenüber Comstroy hatte, beziehungsweise hat Comstroy diese Schulden aus abgetretenem Recht eines Zwischenlieferanten geltend gemacht. 2013 entschied dann das Schiedsgericht zugunsten von Comstroy und sprach dem Unternehmen Schadensersatz zu und stellte eine Verletzung des Fair and Equitable Treatment Standards fest, also dem Schutz oder der Gewährleistung von fairer und gerechter Behandlung. Wie kam dieser Fall nun zum Europäischen Gerichtshof? 2013 hat die Republik Moldau Klage vor dem Berufungsgericht Paris erhoben und die Aufhebung des Schiedsspruchs angestrebt auf Grundlage der französischen Zivilprozessordnung und hier insbesondere den Ordre Public Einwand geltend gemacht und gesagt, dass das Schiedsgericht für die Entscheidung eben nicht zuständig waren. 2016 gab das Berufungsgericht der Klage statt und stellte dann fest, dass die Forderung von Comstroy keine Investition im Sinne des Energiecharta-Vertrages sei, weil dieser Begriff eben einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Gaststaates voraussetze und das bei einer Geldforderung aus einem Stromliefervertrag nicht der Fall war. 2018 hat der französische Kassationsgerichtshof die Entscheidung des Pariser Berufungsgerichts dann aufgehoben und an den EuGH vorgelegt in einem Vorlageverfahren gemäß Artikel 267 AEUV und dort eben insbesondere oder ausschließlich Fragen bezüglich des Investitionsbegriffs in Artikel 1 des Energiecharta-Vertrags gestellt, nämlich ob dieser dahingehend auszulegen sei, dass er eine Forderung aus einem Stromlieferungsvertrag, der nicht einen wirtschaftlichen Beitrag des Investors im Empfangsstaat bewirkt hat, überhaupt eine Investition im Sinne des Energiecharta-Vertrages sei. Stellt sich nun die Frage, wie der Europäische Gerichtshof in diesem Vorlageverfahren überhaupt dazu kam, zu diesem extra EU-Schiedsverfahren zu entscheiden, also ein Verfahren, wo ein Investor aus einem Drittstaat, hier der Ukraine und der Republik Moldau als Nicht-EU-Staat eben die Streitparteien waren und es sonst keinen Bezug zur EU gab, außer den Schiedsort Paris. Der EuGH stellte
dann fest, dass es ausreichend sei, dass der ECT ein von der EU abgeschlossenes Abkommen sei und damit Bestandteil der Unionsrechtsordnung geworden ist und insofern auch ein Unionsrechtsakt darstellt, für den der EuGH die Auslegungszuständigkeit gemäß Artikel 267 AEUV hat. Der EuGH sagte dann zwar noch kurz, dass er grundsätzlich keine Zuständigkeit habe, ein internationales Übereinkommen im Rahmen einer nicht dem Unionsrecht unterliegenden Streitigkeit auszulegen, aber in diesem Fall bestehe ein Interesse der Union an der einheitlichen Auslegung des Energiecharta-Vertrages, da solche Auslegungsfragen auch in zukünftigen Streitigkeiten zwischen einem Investor aus einem Drittstaat und einem EU-Mitgliedstaat auftreten können und es eben hier einer einheitlichen Auslegung bedarf. Zudem hätten sich die Parteien hier oder haben sich ja auch auf den Schiedsort Paris geeinigt und deswegen findet französisches Schiedsverfahrensrecht Anwendung, zu dem auch das Unionsrecht gehört. Was hat der EuGH inhaltlich entschieden, nachdem er seine Zuständigkeit begründet hat? Wie schon kurz zu Beginn eingeleitet, war es die erste Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Vereinbarkeit der Streitbeilegungsklausel in Artikel 26 des ECT mit dem Unionsrecht. Und ich würde an der Stelle gerne noch mal kurz den Unterschied zur Achmea-Entscheidung deutlich machen. Im Comstroy-Verfahren geht es um ein multilaterales Investitionsschutzabkommen, den ECT, und nicht um ein Intra-EU-BIT. Und es handelt sich bei der Comstroy-Entscheidung oder der Comstroy-Entscheidung des EuGHs liegt ein extra EU-Verfahren zugrunde und nicht wie in der Achmea-Entscheidung ein Intra-EU-Schiedsverfahren zwischen einem niederländischen Investor und der Slowakischen Republik. Das Urteil ist hier in Form eines obiter dictums zur Zulässigkeit von Intra-EU-Streitigkeiten ergangen, ohne nähere Begründung, warum der EuGH das an der Stelle sagt. Die Vereinbarkeit von Artikel 26 des Energiecharta-Vertrags war nämlich gerade nicht entscheidungserheblich für das Verfahren Comstroy und Republik Moldau. Und es war auch keine der Vorlagefragen des Pariser Gerichts. Trotzdem hat der EuGH dazu Stellung bezogen. Er sagte nämlich, dass Artikel 26 nicht mit dem Unionsrecht vereinbar ist, weil Artikel 26 die Autonomie des Unionsrechts beeinträchtige und daher in Intra-EU-Streitigkeiten nicht anwendbar sei. Der EuGH argumentierte ganz ähnlich wie in der Achmea-Entscheidung und verweist auch an zahlreichen Stellen auf das Achmea-Urteil. Er stellt nochmal heraus, dass die Autonomie der Unionsrechtsordnung in Vorabentscheidungsverfahren oder insbesondere in Vorabentscheidungsverfahren gemäß Artikel 267 AEUV gewährleistet wird und dadurch die Kohärenz und Einheitlichkeit der Auslegung des Unionsrechts sichergestellt wird. Der EuGH stellte dann heraus, dass der ECT als Unionsrechtsakt möglicherweise durch Schiedsgerichte ausgelegt wird, aber Schiedsgerichte keine Gerichte eines Mitgliedstaats im Sinne des Artikel 267 AEUVs darstellen und daher nicht vorlageberechtigt sind gegenüber dem Europäischen Gerichtshof. Auch die eingeschränkte Überprüfung von Schiedssprüchen durch mitgliedstaatliche Gerichte im Rahmen eines Aufhebungsverfahrens vor einem nationalen Gericht hielt der EuGH für nicht ausreichend, um die Einhaltung oder beziehungsweise die Auslegung des Unionsrechts durch den EuGH sicherzustellen. Deshalb kam der EuGH in seiner Entscheidung zum Ergebnis, dass internationale Übereinkommen, die solche Streitigkeiten wie hier, Intra-EU-Streitigkeiten dem Gerichtssystem der Union entziehen, ohne dabei die volle Wirksamkeit des Unionsrechts zu gewährleisten, mit den EU-Verträgen unvereinbar sind und gegen die Autonomie des Unionsrechts verstoßen. Deshalb gelangt er zum Ergebnis, dass die Schiedsklausel auf Intra-EU-Streitigkeiten
keine Anwendung findet, so wie sie in Artikel 26 ECT vorgesehen ist. Und es besteht dem EuGH zufolge kein Unterschied eben zwischen einem bilateralen Investitionsschutzabkommen wie in der Achmea-Entscheidung oder einem multilateralen Investitionsschutzabkommen wie hier dem ECT. Und was sich daraus an Lehren für die Exit-Verfahren ziehen lässt, dazu übergebe ich den Staffelstab wieder an Herrn Titier. Ja, vielen herzlichen Dank. Die spannende Frage, Herr Ruf, aber auch Frau Schmidt haben es angedeutet, war tatsächlich, wie geht es weiter, insbesondere in Exit-Verfahren? Nochmal in der sozusagen Grammatologie. Wir haben gehabt zunächst einmal Achmea mit bilateralen intra-EU-völkerrechtlichen Verträgen. Dort kann man argumentieren, sehr plausibel, dass das komplett überlagert wird durch also das Völkerrecht zwischen den EU-Mitgliedstaaten, der bilaterale Investitionsschutzvertrag durch Unionsrecht. Darüber kann man auch streiten, aber das ist Achmea, das ist, hat eine gewisse Plausibilität für sich. Dann kam die erste völkerrechtliche Stufe durch den Energiechartavertrag hinzu, wo über den Kreis von EU-Mitgliedstaaten hinausgehend auch Drittstaaten betroffen sein können, mal zunächst untechnisch gesprochen. Und der EuGH, wie Herr Ruff es dargelegt hat, hat gesagt, das ändert nichts daran, dass auch hier eine Unvereinbarkeit mit Unionsrecht gegeben ist. Das ist schon schwerer zu begründen, zumal in einem sehr konstruierten Verfahren. Nur um einen Punkt vielleicht nochmal herauszugreifen. Der EuGH sagt, der Energiechartavertrag, weil die Union selbst Vertragspartei des Energiechartavertrages ist, ist integraler Bestandteil des Unionsrechts. Verträge, die die Union selbst schließt, werden Unionsrecht gleichsam. Das ist sicherlich richtig. Und deshalb würde ein Schiedsgericht, das ja ein internationales Schiedsgericht ist, sozusagen Unionsrecht anwenden. Und das dürfe aber nur der EuGH und deswegen sei das unzulässig. Das ist schon sehr gewagt. Das würde nämlich bedeuten, dass jeder völkerrechtliche Vertrag, den die Europäische Union schließt, beispielsweise die Seerechtskonvention der Vereinten Nationen, wird integraler Bestandteil des Unionsrechts in einem bestimmten Umfang. Und damit dürfte nie ein internationales Gericht oder Schiedsgericht einen solchen Vertrag, an dem die Union beteiligt ist, irgendwie in einer Streitbeilegung unterziehen, weil dieses internationale Gericht immer sozusagen Unionsrecht zur Anwendung bringen würde. Das ist sehr gewagt und in der Konsequenz, so meine ich, nicht ganz durchdacht. Wie auch immer, in der nächsten Eskalationsstufe stellt sich die Frage, was ist, wenn wir ein Exit-Verfahren haben? Nochmal einen Schritt zurück, das Comstroy-Verfahren ist ein Energiechartavertragsverfahren gewesen nach den sogenannten UNCITRAL-Verfahrensregeln für Schiedsverfahren, UNCITRAL-Arbitration-Rules. Das sind von den Parteien autonom bestimmte Verfahrensregeln der sogenannten Ad-Hoc-Schiedsgerichtsbarkeit, die immer als hybride Verfahren eine Sekundärzuständigkeit auch nationaler Gerichte haben. Das war in diesem Fall Paris. Unter bestimmten Voraussetzungen hat ein staatliches Gericht immer noch eine gewisse Kompetenz in einem internationalen Schiedsgerichtsverfahren. So kam es dann letztlich zur Vorlagefrage an den EuGH durch ein französisches Gericht. Es gibt aber auch nach dem Energiechartavertrag die Möglichkeit und auch nach anderen Verträgen nicht nach UNCITRAL das Schiedsgerichtsverfahren ablaufen zu lassen, sondern nach den Regeln des International Center for the Settlement of Investment Disputes, ICSID, als Angliederung an die Weltbankgruppe. Die ICSID-Konvention aus den 1960er Jahren hat eine zentrale Besonderheit, auf die wir nachher noch eingehen werden. Sie kennt keine staatliche Gerichtszuständigkeit. Und damit stellt sich die Frage, nochmals, Achmea intra EU, Comstroy
Energiechartavertrag, aber mit einer gewissen staatlichen Zuständigkeit, in diesem Fall eines französischen Gerichts. Und jetzt aber die dritte Eskalationsstufe sozusagen, was ist denn, wenn wir zwar intra-EU, also einen Investor aus einem Mitgliedstaat und einen Mitgliedstaat in einem Streitverfahren haben, nach dem Energiechartavertrag, der aber nach den ICSID-Regeln abläuft, wo wir eigentlich keine staatliche Gerichtszuständigkeit haben. Diese Frage ist vom EuGH bislang nicht beantwortet. Die Schiedsgerichtsbarkeit hat recht schnell und musste recht schnell reagieren auf Comstroy in einer solchen ICSID-Verfahrenssache. Seit dem 6. Dezember, also wirklich tagesaktuell vor 10 Tagen, haben wir vorliegen eine etwas komische Verfahrenskonstellation, will ich hier nicht ausführen, Entscheidung in Matthias Cook gegen Spanien. Das ist ein Energiecharta-Streitverfahren nach den ICSID-Regeln. Und hier hat Spanien geltend gemacht, dass die Entscheidung über die Zuständigkeit des Schiedsgerichts revidiert werden müsse vor dem Hintergrund der Comstroy-Entscheidung, weil ja solche Schiedsverfahren, Energiecharta-Vertrag, nunmehr unzulässig seien. Das Schiedsgericht das Schiedsgericht hat das zurückgewiesen. Nur zwei Zitate. Das erste Zitat hier: The Tribunal, also das Schiedsgericht, cannot accept, however, that the consequence aus Comstroy is that the interpretation of the Energy Charter Treaty must be either be determined authoritatively by the EU and its courts, or that the ECT may have a different meaning in the context of intra-EU disputes. Das ist also das ja letztlich, was der EuGH in Comstroy gesagt hat. Nur er darf über den Energiechartavertrag entscheiden, in exklusiver Zuständigkeit, in Streitigkeiten, in denen EU-Mitgliedstaaten bzw. Investoren aus EU-Mitgliedstaaten betroffen sind. Warum nicht? Weil das zu einer Diskrepanz in der Anwendung des Energiechartavertrages führen würde, nämlich auf der einen Seite Verfahren, in denen internationale Schiedsgerichte entscheiden, auf der anderen Seite solche, in denen nur der EuGH gleichsam das entscheidet, das letzte Wort habe. Das macht das Tribunal, führt das Schiedsgericht zu der Aussage, die wahrscheinlich Rechtsgeschichte schreiben wird, dass es hier um einen Clash of Grundnormen sich handele. Das Schiedsgericht nämlich nach ICSID und Energiechartavertrag muss das tun, was die Parteien ihm aufgetragen haben. Das ist Wesensmerkmal der Schiedsgerichtsbarkeit, nämlich ein Schiedsgerichtsverfahren führen auf der Grundlage des entsprechenden völkerrechtlichen Vertrages, der vorsieht, dass man ein Angebot auf Abschluss einer Schiedsvereinbarung als Investor annehmen kann, und dann läuft das Schiedsverfahren. Während hingegen auf der anderen Seite der EuGH sagt, er nur dürfe in einer solchen Konstellation entscheiden, das Schiedsgericht dürfe das eben letztlich nicht. Damit stehen zwei Fundamentalpositionen in letztlich unauflösbarem Widerspruch, so muss man sagen. Das ist die Idee, warum das Schiedsgericht hier ja fast schon pathetisch und mit einem Begriff von Hans Kelsen, also der Grundnorm, tief also in die Rechtstheorie zurückgehend, versucht hier, oder das in Worte, versucht in Worte zu fassen, dass wir letztlich ein Dilemma, einen unauflösbaren Konflikt haben, der bedauerlich ist. Ja, wenn Sie hier schauen, deeply regrettable, so sagt das Schiedsgericht, dass wir in einer solchen Situation sind. Nehmen wir das mal ein bisschen über das rein juristisch-pathetische hinausgehend. Schauen wir uns das an. Zunächst mal, was ist die praktische Relevanz der Frage, die ich hier aufwerfe? Das sind konkret zwei anhängige, vor kurzer Zeit anhängig gemachte Schiedsgerichtsverfahren, RWE und Uniper, beide gegen die Niederlande. In beiden Fällen geht es um den in Holland beschlossenen Ausstieg aus der Kohleverstromung durch eine entsprechende gesetzliche Regelung, in denen diese beiden deutschen Energieproduzenten, Energieunternehmen, die Verletzung verschiedener Rechte aus dem Energiechartavertrag
im Hinblick auf eine Entwertung, mal untechnisch gesprochen, ihrer dortigen Investitionen in Holland geltend machen. Beides sind Exit-Verfahren und damit haben wir eben jetzt diese Konstellation, die hier rechts grün dargestellt ist. Es ist nicht Achmea, es ist nicht Comstroy, es ist zwar Energiekartervertrag, aber eben nur sozusagen die Hälfte von Comstroy, weil es hier Energiekartervertrag als Exit-Verfahren ist und das ist das Besondere. Das hatten wir. In Deutschland kommen diese Verfahren und in beiden haben wir die entsprechenden Anträge über § 1032 ZPU vor das jeweils zuständige Oberlandesgericht. In diesem Fall ist es Düsseldorf. Die Verfahren, die sind auch bekannt, sind von den Niederlanden angestrengt worden. 1032 ZPO, ganz kurz mal zum Wortlaut, in Absatz 2 sagt, dass bei Gericht, das ist das staatliche Gericht, das Oberlandesgericht, kann bis zur Bildung eines Schiedsgerichts Antrag auf Feststellung der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit eines schiedsgerichtlichen Verfahrens gestellt werden. Die Argumentation ist relativ einfach. Comstroy hat gesagt, Energiekartervertrag Artikel 26 geht nicht. Das heißt, juristisch gesprochen, es liegt nach Unionsrecht, Interpretation EuGH, Comstroy, kein Angebot auf Abschluss einer Schiedsvereinbarung vor. Wenn kein Angebot vorliegt, kann das auch nicht angenommen worden sein. Wenn es nicht angenommen werden konnte, kann es auch keine Schiedsvereinbarung geben. Wenn es keine Schiedsvereinbarung gibt, gibt es keine Zulässigkeit eines schiedsgerichtlichen Verfahrens. Und das ist die Argumentation der Niederlande, die dementsprechend nach 1032 Absatz 2 ZBO eine entsprechende Entscheidung des zuständigen Oberlandesgerichts begehrt. Ist das überzeugend? Dazu, um das beantworten zu können, muss man sich zunächst nochmal die Struktur der ICSID-Konvention anschauen, die ich angedeutet habe. Die ICSID-Konvention ist zentral dadurch gekennzeichnet, dass sie keine staatliche Zuständigkeit kennt, Gerichtszuständigkeit. Die ICSID-Konvention ist von dem, was man nennt, gekennzeichnet als Exklusivität. Sie ist Schiedsverfahren nach der ICSID-Konvention, und das ist einzigartig weltweit, sind rein völkerrechtliche Verfahren, die keinen hybriden Charakter haben. Es gibt keine Zuständigkeit eines staatlichen Gerichts. Alles des Verfahrens ist durch Völkerrecht geregelt, nämlich die ICSID-Konvention. Damit nach dieser Exklusivität, die explizit auch in der Konvention niedergelegt ist, im Hinblick auf eine Nichtzuständigkeit, eine fehlende Zuständigkeit staatlicher Gerichte, ich komme nochmal darauf zurück, wäre ein Verfahren, so kann man argumentieren, vor einem deutschen Gericht in diesem Fall, ein Verstoß gegen die ICSID-Konvention. Und die Frage ist dementsprechend auf den Punkt gebracht, ob weil Comstroy ja eigentlich sagt, wir dürfen solche Verfahren nicht haben, also Energiekartervertragsverfahren. Wenn ein solches Verfahren in der ICSID-Konstellation erfolgt und wir als deutsches Gericht entscheiden, dass dann Energiekarte-ICSID-Verfahren darf nicht stattfinden und wir damit eigentlich als staatliches Gericht gegen die Konvention verstoßen, ob das sein kann, nämlich andersrum gesprochen, ob das Unionsrecht einen Mitgliedstaat, in diesem Fall die Bundesrepublik Deutschland, durch das zuständige Oberlandesgericht verpflichten kann, gegen einen völkerrechtlichen Vertrag zu verstoßen. Das ist relativ unproblematisch zu beantworten, wenn wir uns im Intra-EU-Verhältnis finden, wo also nur Rechtspositionen und Interessen von Mitgliedstaaten der Union zur Debatte stehen. Dort überlagert Unionsrecht die völkerrechtliche Beziehung zwischen in Niederlanden und Deutschland oder wie auch immer. Wenn wir aber Drittstaatenrechte haben, wird das schwieriger. Die ICSID-Konvention hat eine fast weltweite Ratifikationsstand und wir haben eine große Anzahl von Drittstaaten, die hier betroffen sind. Was ist in einer solchen Konstellation? Ein erster Anknüpfungspunkt bietet Artikel 351 des Vertrages über die Arbeitsweise der Union. Da steht nämlich, das Völkerrecht
dass völkerrechtliche Verträge mit Drittstaaten, die in diesem Fall vor dem 1. Januar 1958 geschlossen wurden, unberührt bleiben vom Unionsrecht, verkürzt gesprochen. Haben wir einen solchen Fall hier? Wir haben einen völkerrechtlichen Vertrag. Die Bundesrepublik Deutschland ist Vertragspartei von ICSID, wie viele andere Staaten, auch Drittstaaten. Allerdings ist die ICSID-Konvention nicht in Kraft getreten vor dem 1. Januar 1958, sondern erst wesentlich später. Aber damals hat die Union auf die Schiedsgerichtsbarkeit, die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit oder den Investitionsschutz bezogen, erst seit 2009 mit dem Vertrag von Lissabon Kompetenzen. Das heißt, bis 2009 war die Frage nach Schiedsgerichtsbarkeit im Investitionsschutzbereich eine Kompetenz der Mitgliedstaaten. Das heißt, wir haben eine Situation, die vergleichbar ist mit dem, was 351 vorschreibt. 351 sagt, der EU-Mitgliedstaat hat einen völkerrechtlichen Vertrag geschlossen und später kommt Unionsrecht, das im Konflikt steht. In einem solchen Fall bleibt es bei der völkerrechtlichen Bindungswirkung. Jetzt haben wir eine Situation, in der wir einen völkerrechtlichen Vertrag als Bundesrepublik Deutschland geschlossen haben und erst später, nämlich 2009, kriegt die EU die Kompetenz in diesem Bereich. Hier drängt sich eine analoge Anwendung auf und das Bundesverfassungsgericht hat das im Lissabon-Urteil letztlich so auch deutlich zum Ausdruck gebracht, indem es sagt, nehmen wir nur den letzten Teil, dass diese Regelung, also 251, dem Rechtsgedanken nach, dass dort ein Rechtsgedanke enthalten ist, dem zu entnehmen ist, dass ein rechtstatsächlicher Zustand in den Mitgliedstaaten durch einen späteren Integrationsschritt grundsätzlich nicht beeinträchtigt wird. Das ist sozusagen die analoge Anwendung von 53, in unserem Fall auf die ICSID-Konvention. Allerdings setzt das voraus, und das ist der entscheidende Punkt, dass wir denn tatsächlich eine Völkerrechtsverletzung haben. Es wird jetzt ein bisschen juristisches Hochreck, Sie merken das, aber anders geht es nicht. Um in den Anwendungsbereich von 351 AIUV analog zu kommen, müsste die Entscheidung des Deutschen Oberlandesgerichts nach 1032 Absatz 2 ZPO dazu führen, dass wir Rechte dritter Staaten, also nicht EU-Mitgliedstaaten, verletzen. Und hier wird es schwierig. Das Völkerrecht unterscheidet nämlich auch bei multilateralen Verträgen danach und differenziert, wer verletzt wird in einer Vorschrift. Also wir haben einen Vertrag mit dem 100 Parteien angehören, sagen wir mal, völkerrechtlich. Der Staat 1 verletzt eine Vorschrift. Das heißt nicht nach Völkerrecht automatisch, dass alle anderen 99 Staaten in ihren Rechten verletzt sind, sondern das Völkerrecht verlangt, dass man immer noch einen Schritt weiter geht und fragt, wer von den 99 ist denn wirklich verletzt? Das kann einer sein, das können zwei sein, es können aber auch 99 sein. Aber das bedarf einer gesonderten Prüfung. Das Völkerrecht sagt, im Normalfall in einem multilateralen Vertrag ist eine sogenannte bilaterale Erfüllungsstruktur. Also die Verletzung durch Staat 1 führt zu einer Rechtsverletzung bei Staat 2 oder bei Staat 51. Aber mehr auch nicht. Und nur in Ausnahmefällen haben wir eine multilaterale Erfüllungsstruktur. Ob man das eng oder weit auslegen muss, ist die andere Frage, die aber gesondert zu begründen ist. Das heißt, die Verletzung durch Staat 1 führt dann zu einer Rechtsverletzung bei allen anderen 99. Fitzmaurice hat damals schon 1958 oder irgendwie sowas gesagt, das auf den Punkt gebracht. Er spricht von einer multilateralen Erfüllungsstruktur immer dann, wenn Verpflichtungen bestehen, die self-existent, absolute and inherent for each party sind and not dependent on a corresponding performance by the other. Also nicht bilateral die Rechtsbeziehung, muss sagen, das schuldrechtliche Synalagma, sondern eine ergeordnete, eine auf alle bezogene Rechtserfüllungsstruktur. Wenn wir das haben bei der ICSID-Konvention, dann würde die Entscheidung des deutschen OLG, die gegen die Konvention verstößt,
alle anderen Staaten den Rechten verletzen und damit auch Staaten, die nicht Mitglieder der Europäischen Union sind. Und damit wären wir im Anwendungsbereich von 351 analog. Haben wir eine solche multilaterale Erfüllungsstruktur? Das ist die zentrale Frage. Die völkerrechtlichen Kriterien, die anzulegen sind, nach herrschender Meinung, sind Schutz kollektiver Interessen, dann die Bedeutung der entsprechenden Rechtsnorm, um die es geht, im Gesamtkontext des Regelungsinstruments und drittens keine Derogationsmöglichkeit. Das sind die typischerweise immer wieder angelegten Kriterien. Wendet man die an auf die ICSID-Konvention, Schutz kollektiver Interessen, die Idee der Exklusivität dieses rein völkerrechtlichen Instruments, das keine staatliche Gerichtsbarkeit vorsieht, ist es ja gerade, etwas zu schaffen an weltweit anzuerkennender und zu vollstreckender Schiedsgerichtsbarkeit, die nicht mehr zusätzlich ergänzend von staatlichen Gerichten abhängt. Zweitens, es geht um Investitionsschutz und diese Exklusivität dient der Effektivität des Investitionsschutzes. Und die ICSID-Konvention sagt selbst, dass hier keine Abweichung möglich ist. Wenn einmal Zustimmung gegeben wurde durch Ratifikation des Vertrages, dann war es das. Das kann auch nicht zurückgenommen werden, Artikel 26. Das sind die zentralen Aussagen, die man dann, und darüber ist dann zu diskutieren, im Sinne einer Subsumption dazu führen, dass wir eine multilaterale Erfüllungsstruktur bei ICSID haben, dass wir keine staatliche Zuständigkeit haben, dass Unionsrecht hier nicht zur Anwendung kommt. Andersrum gesprochen, Comstreu findet auf ICSID-Verfahren keine Anwendung. Wenn wir einen 1032er Antrag ZPO haben in einem ICSID-Verfahren, bleibt es bei der ICSID-Konvention, die eine Zuständigkeit staatlicher Gerichte untersagt. Und das ist sozusagen dann der Stand. Das war in der Tat im letzten Teil wahrscheinlich schon komplex, das wissen wir. Aber es ist typische Mehrebene-Frage von der ZPO über das Unionsrecht bis zum multilateralen völkerrechtlichen Vertrag in seiner multilateralen Erfüllungsstruktur ein schönes und typisches Mehrebenenproblem, das sich hier auftut. Vielen Dank. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, gerne für Fragen und Diskussionspunkte. Es gibt den Chat, der auch schon genutzt wird. Und wir laden nochmal sehr herzlich ein, stellen Sie gerne Fragen im Chat oder kritisieren Sie uns, diskutieren Sie mit uns zu dieser Frage. Herr Bertling hat die Frage gestellt, warum 351 nach mir keine Rolle spielt. Vielleicht kann ich kurz darauf antworten. Ich habe schon angedeutet, auch in Achmea natürlich wurde über 351 diskutiert. Sie haben das Zitat vom Bundesverfassungsgericht gesehen. Nur nochmal, man kann dem EuGH durchaus folgen und sagen, da ging es um ein Intra-EU-Verhältnis und zwar zu 100%. Ein Vertrag zwischen zwei und Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Zwischen zwei Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt vollumfänglich der Anwendungsvorrang des Unionsrechts. Dort gibt es sozusagen kein Völkerrecht mehr zwischen den Mitgliedstaaten. Das ist die, wenn man den Begriff so benutzen will, Exklusivität des Unionsrechts dann, aber eben nur auf mitgliedstaatliche Rechtsbeziehungen bezogen. 351 hatte nicht vor Augen die Rechtsbeziehung exklusiv zwischen Mitgliedstaaten, sondern 351 bezog sich schon immer von der Geschichte her auch auf Völkerrechtsbeziehungen zu Drittstaaten. Deswegen hat 351 hier wahrscheinlich keine Rolle gespielt. Noch eine weitere Frage aus dem Chat. 52 ICSID spricht von einem Award not subject to any appeal or any other remedy. Schließt Award alle Verfahrensstufen ein, die zum Award führen? Gute Frage. Darüber kann man streiten. Vom Wortlaut her kann man das so oder so auslegen. Zumal die Terminologie international schiedsgerichtlich nicht ganz einheitlich ist. Aber wichtiger, denke ich, ist die Ratio. Es geht darum, auszuschließen, dass staatliche Gerichte, und zwar dann divergierend weltweit,
hier eingreifen im Exit-Verfahren. Wenn keine Schiedsklausel vorhanden sein sollte, bleiben wir bei dem 1032er Anwendungsfall, dann wäre das ein Grund möglicherweise für eine Aufhebung des Exit-Schiedsspruchs, weil er von Anfang an der rechtlichen Grundlage entbehrt. Das wiederum ist exklusiv in einem Verfahren, das die Exit-Konvention vorsieht, vorzuprüfen, im sogenannten Annulment, also dem Aufhebungsverfahren. Die Exit-Konvention sieht bestimmte Rechtsbehelfe vor zur Aufhebung eines Exit-Schiedsspruches, aber dann eben nur innerhalb der Exit-Konvention und nicht durch zusätzliche staatliche Mittel. So kann man auf der anderen Seite argumentieren. Frau Klimke fragt, Herr Ruff, vielleicht eine Frage an Sie. Hat sich denn der EuGH an irgendeiner Stelle zu den eigenen völkerrechtlichen Pflichten der Europäischen Union im Sinne von Pacta sunt servanda geäußert? Auf den Energiekartenvertrag in diesem Fall bezogen. Auf ICSID würde die Frage ins Leere laufen, weil die Union nicht ICSID-Vertragspartei ist und auch nicht sein kann. Also der EuGH sozusagen zu den Interessen von Drittstaaten, die Mitglied des Energiekartenvertrags sind, dazu sagt der EuGH jetzt, also direkt sagt er nichts dazu. Er stellt sich schon die Frage, inwieweit er sozusagen über einen völkerrechtlichen Vertrag wie den ECT entscheiden kann, beziehungsweise eben die Auslegung determinieren kann, aber geht dann sozusagen relativ schnell in der Argumentation wieder dahin über, zu sagen, es gibt ein Unionsinteresse an der einheitlichen Auslegung des ECT, eben mit Blick auf zukünftige Streitigkeiten, die auch Mitgliedstaaten involvieren können, und insofern so ja, verwirft er da sozusagen den Gedanken an die Drittstaaten relativ schnell wieder und bezieht da keine vertiefte Stellung oder begründet das dann auch nicht ausführlich weiter, bis auf eben dieses Unionsinteresse, dass er darüber eben den ECT auslegen kann und muss. Die vielleicht ergänzend zu dem, was Herr Ruff sagt, im Comstroy-Urteil, Sie haben es angedeutet, findet sich ein Satz dazu ohne Begründung rein als Behauptung, dass der Energiekartenvertrag, nicht ICSID, Energiekartenvertrag eine rein bilaterale Erfüllungsstruktur habe. Der steht da einfach so, weil wohl im Verfahren dieses Thema mal angesprochen wurde, wie das mit der Erfüllungsstruktur sei. Und dann wurde es da irgendwie so reingeschrieben oder reingefummelt. Das ist völkerrechtlich diffizil, wie Sie gerade gemerkt haben. Es geht über den normalen Wissensstand wahrscheinlich sozusagen eines völkerrechtlichen Basislehrbuches hinaus. Und es ist sehr schwer im Einzelnen tatsächlich zu begründen, ob eine multilaterale oder bilaterale Erfüllungsstruktur vorhanden ist, weil wir mit eher offenen Kriterien arbeiten, wie das Zitat von Fitzmaurice gezeigt hat. Aber trotz dieser Offenheit der Kriterien ist es gesicherter völkerrechtlicher Rechtsbestand, dass wir hier differenzieren müssen, und wir haben genügend Anknüpfungspunkte, um das im Einzelnen zu diskutieren. Aber es erfordert einiges an Begründungsaufwand, und den hat sich bislang der EuGH noch nicht gemacht in aller Deutlichkeit. Insofern ist auch die Aussage auf die vermeintlich bilaterale Erfüllungsstruktur des Energiekartenvertrages verkürzt, wie ich meine, aber das ist eine andere Frage. Vollstreckung, Herr Werdling, fragen Sie noch, können wir denn Union innerhalb des Binnenmarktes vollstrecken, ein Exit-Schiedsspruch? Das wissen wir noch nicht. Dazu machen wir den nächsten Vortrag oder den über- oder übernächsten. Das ist die sogenannte Mikula-Problematik, die tatsächlich dann nochmal wieder eine nochmal neue Dimension eröffnet, die aber so ein bisschen in unsere Richtung geht, weil sich auch hier die Frage nach der multilateralen Erfüllungsstruktur der ICSID-Konvention stellt. Also die ICSID-Konvention schreibt vor, dass Schiedsprüche nach ICSID zu vollstrecken sind. Sie sind so zu behandeln wie staatliche Gerichtsurteile. Es gibt keine zuständige weitere Überprüfung durch staatliche Gerichte.
würden wir nicht vollstrecken innerhalb der Union, würden wir also hier das Vollstreckungsgebot der ICSID-Konvention verletzen und damit möglicherweise, wenn man unserer hier angedeuteten Argumentation folgt, wiederum Rechte dritter Staaten in der multilateralen Erfüllungsstruktur der ICSID-Konvention verletzen und damit wiederum bei 53 analog wären. Aber das ist dann nochmal, es gibt dazu anhängige Verfahren in einer großen Vielschichtigkeit. Das letzte Wort haben wir noch nicht, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Vielleicht lassen wir es dabei. Frau Klimke zieht ihre Frage schon zurück mit Blick auf die Zeit. Wir müssen das weiter beobachten. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Sie haben es sicherlich gemerkt. Die Kombination Energiekartenvertrag und ICSID und dann immer, wenn Drittstaaten betroffen sind, die wird uns noch weiter beschäftigen in einer wirklich spannenden, sowohl rechtspraktischen wie auch rechtsdogmatischen Konstellation. Vielen Dank für Diskussion, vor allem vielen Dank auch an die Co-Referenten für die spannenden, tollen Ausführungen. Wir hoffen, dass Sie alle die Spannung sozusagen mitnehmen und das selbst auch weiterhin verfolgen, wie es weitergeht in dieser Saga, kann man jetzt schon was zu sagen, über Achmea und Comstor und was sonst noch so alles kommt. Herzlichen Dank, einen schönen Tag noch allerseits.